Wir mittendrin haben unser Sortiment um den Aspekt unverpackt erweitert. Das heißt, der Kunde bringt von zu Hause seinen Behälter mit oder erwirbt hier einen im Laden, kann dann das Produkt, das er benötigt, in diesem Behälter abfüllen und an der Kasse auch in der Menge nur das bezahlen, was er wirklich benötigt. Besonders macht ein Teil unserer Produkte, dass sie vom Hofgut Majos kommen. Das gehört auch zum Behindertenwerk Main-Kinzig, wo die Nudeln und die Kekse auch produziert werden. Unser Ziel ist, hier anhand unserer Arbeiten, die wir hier in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelproduktion anbieten, Menschen mit Behinderung zu qualifizieren. Alle Arbeiten sind hier so konzipiert, dass sie möglichst von den behinderten Menschen, die hier arbeiten, zu 80% gemacht werden können. Da werden eben alle anfallenden Tätigkeiten von Fütterung und Einstreu und Ausmisten bis hin natürlich zum täglichen Lesen der Eier von den Mitarbeitern verrichtet. Das Tolle ist einfach, dass die Tiere draußen sind, dass die Tiere immer im frischen Gras picken können, dass sie möglichst viel Auslauf haben. Eine kleine Biomanufaktur sind wir hier. Die Eier sind von uns hier oben. Die werden dann hier gereinigt von Mitarbeitern und aufgeschlagen und dann mit Hartweizengrieß im Endeffekt vermengt und dann durch die Form gepresst. Es ist eine sehr schöne Arbeit, sehr abwechslungsreich. Das machen alles die Mitarbeiter unter Anleitung, Begleitung, Unterstützung. Wenn wir das ökologische Bio unterstützen, da gehört natürlich auch zu, dass wir dann keinen unnötigen Müll produzieren, also auch nach Möglichkeit auf unnötige Verpackungen verzichten. Das Thema Unverpackt ist uns wichtig, gerade weil wir sagen, das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt ist gut mit dem Thema Inklusion zu verbinden. Und deswegen sind wir bei Mittendrin zu dem Entschluss gekommen. Es ist vereinbart, Menschen mit Beeinträchtigung hier zu beschäftigen und so ein großes Thema wie Unverpackt aufzuziehen. Ich ziehe einfach ganz, ganz viel positive Energien raus. Ich lerne neue Leute kennen, unterhalte mich mit Kunden, biete die Waren an und ich stehe auch voll hinter den Produkten. Die Leute können die Menge kaufen, die sie benötigen. Das heißt, wir reduzieren Müll, wir reduzieren Plastikmüll, wir reduzieren Papiermüll, der in der Industrie verwendet wird. Und wir wollen einen Schritt in die richtige Richtung machen und sagen, wir sind Vorreiter.